Na gut, wir gehen noch mal kurz hoch. Aber hier ist weiter gewachsen. Das heißt, die Zeit vergeht hier trotzdem. Auch wenn es immer aussieht, als würde das Gebiet komplett neu geladen werden. Was wir jetzt mal machen, ist auf jeden Fall als erstes eine Spitzhacke, weil das würde mich schon mal interessieren. Den Bumerang hier, der ist nämlich auch cool. Was ist denn das? Spinnenhelm. Krass. Dafür, dass Spinnen halt nichts droppen bis jetzt. Aber gut, wir haben auch noch so kleine Billo-Spinnen gehabt. Dämonische Werkbank. Aber ich müsste ja eigentlich mal selber ein Haus bauen, oder? Weil ich meine, weiß ja nicht, wie Nick dazu steht, dass ich bei ihm einziehe. Könnte ich denn überhaupt in sein Haus was reinsetzen? Kann ich dir einfach jetzt hier die Schreinerwerkbank in vor die Nase setzen? Kann man die Gegenstände auch drehen irgendwie? Moment, wir gucken mal. Ach ey, das Menü ist ja mega groß. Also, nicht groß groß, sondern das hatte ich ja schon eingestellt. Was ist eigentlich, wenn man hohe Wände macht? Ach so. Ich finde halt voll cool, wie viele, schon alleine wie viele Einstellungsmöglichkeiten und so es gibt. Hier zum Beispiel. Ich hatte dann einfach das Menü größer gemacht, weil halt alles so, ne? Kann sogar näher rein und raus zoomen. Also es ist schon cool. Schon an viel gedacht dafür, dass es noch so früh Stadium ist. Und so viele Sprachen schon. Hier, das ist der Name. Nesses. Nethetha. Neshes. Naja. Man weiß es nicht. Fancy Name 2. Man kann sogar jetzt noch die Sachen ändern? Selten. Also normal ist tatsächlich schon das Höchste. Okay. Hardcore! Ja, das wollen wir jetzt mal noch nicht. Tatsächlich habe ich es in meinem Testrun geschafft zu sterben. Recht schnell sogar. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach, ich wollte mir die Steuerung angucken. Okay, Fähigkeit. Reittier benutzen, okay. Spoiler. Punkteliste. Interface verstecken. Aber nach was hatte ich gesucht? Ach so, ob man Sachen drehen kann. Alles Plünder-Button. Müsste man eigentlich mal setzen, ne? Ist G schon besetzt? Ich meine, F ist ja Dingsbums. Was ist ein R? Fackel platzieren. Ah, gut zu wissen. Einfach random? Warte mal. Muss ich die dann gar nicht so hier so... Oh mein Gott, wie OP! Ich kann einfach random Fackeln setzen. Also halt schon meine Fackeln, aber... Das ist ja cool. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel in Anführungszeichen rauskam, aber... Bestes Spiel 2022. Okay, irgendwie... Also, ich glaube nicht. Schnell bewegen. Schnell wegwerfen. Platz sperren. Linke Alt-Taste. Ist fürs Inventar dann? Ah, cool. Dass die dann wahrscheinlich nicht, dass man die nicht aus Versehen verkauft oder so, maybe. Beispielsweise, wenn man das jetzt hier hin macht und so macht, dann auch beim Sortieren und so wird das wahrscheinlich, genau. Das ist cool. Aber leider kann man Gegenstände nicht drehen, Fragezeichen. Wer ist Devin? Devin, Wanderhändler erreicht Waldsiedlung. Okay. Ich hab Geld, Devin. Und ein Kartenverbrennt und Pfeile. Wo bist du denn, Devin? Sehe ich dich auf der Karte oder so? Also ich sehe mal Nick. Ach, ich sehe aber wahrscheinlich nur die Leute, die zur Siedlung gehören, richtig? Ja, Devin. Wo bist du? Devin! Kann ich mir den schon kaufen oder brauche ich mehr? Ach, was war das denn? Ach, was? Okay. Interessant.
Das ist ja interessant. Globale Koordinaten relativ zu deiner. Okay. Krass. Ja, da hat man ja gut was. Warte. Ah, nee, das ist nicht Devin. Da hat man ja gut was zu entdecken, ne? Wenn ich den jetzt überhaupt bitte, zu mir zu kommen, den Jeff. Auch wenn ich jetzt von seinem Namen jetzt nicht so. Oh, Devin! Warte, Jeff. Was? Ich kriege eine Glatze? Ja, irgendwie sahst du von vorne auch schon funky aus. Ich möchte das kaufen, ja. Wir gucken mal, was du so hast. Gib mir Piratenkarte. Oh. Gib mir Seil. Gib mir! Vor allem, Junge, die Karte. Ich meine, 186 für eine Karte. Kann man jetzt davon halten, was man will? Oh mein Gott, 1093. Aber halt ein Seil. Um Tiere anzuleinen, was übrigens cool ist, dass es geht. Auch 157. Was sind das für Preise? Was ist dein Problem? Devin. Ha? Piratenkarte müssen wir kaufen. Das ist ja schon, ne? Kann man das mehrmals kaufen? Okay, aber ich war. Ja, wir wollen ja auch erkunden. Wir wollen ja nicht alles einfach gezeigt bekommen. Aber Tiere anleihen, weiß halt nicht, wie cool das ist. Was für Tiere? Neutrale Tiere. Ja, aber und das bringt uns dann was? Was genau so? Das nehmen wir auch mal mit. Einfach. Okay. Ich wollte es eigentlich erstmal nur haben. Trankbeutel klingt OP. Das ist halt schon. Aber wir brauchen mehr Geld. Warte mal, Devin. Kannst du auch was. Ah, okay. Wir können Kartenfragmente verkaufen. Ja, aber dann kann ich mir auch selber Karten machen, ne? Ja, ist ja blöd. Mehr willst du nicht? Du kommst aber bestimmt wieder, oder? Devon. Ja, du hast schon eine geile Frise, Bruder Tuck. Oder ist es dein Rucksack? Das ist. Ich bin mir nicht. Also von. Je nach Winkel sieht es schon seltsam aus. Aber von der Seite sieht es so cool aus, also passt schon. Ich danke, dass du vorbeigeschaut hast. Kann man den einfach aus dem Bett schmeißen? Okay, im Bett einfach mal so. Hey Junge, ich wollte gern questen. Okay, wir können uns selber so Karten craften. Also auch bestimmte halt, nicht einfach random Karten. Wir können uns selber Feuer. Ah, Junge, wie schnell bist du denn aufgestanden? Also alles für die Defensive der Wald. Wie heißt es nochmal? Waldsiedlung. Alles für die Waldsiedlung. Wir gucken mal. Also wir machen jetzt erstmal das Ding hier irgendwo hin. Du kannst zwar nicht drehen, glaube ich, maybe, vielleicht. Oder? Es dreht sich irgendwie selber, wenn man. Aber wonach richtet sich das? Ah, okay, je nachdem, wie ich mich drehe. Interessant. Okay. Das ist einfach hier, ne? Hauptsache, wir können es benutzen. So, was können wir damit machen? Dämonentruhe. Dämonenbarren. Lederteppich. Wollteppich. Okay, okay. Ah, Bücherregal und so. Stimmt, haben wir auch eins. Aber das bauen wir dann in unser Haus. Aber so eine Truhe wäre schon nicht schlecht, ne? Vielleicht wäre es doch gut, uns eine eigene Bude zu bauen. Ich habe auch irgendwie gedacht, ich brauche das hier vielleicht, um Boden und so zu machen. Aber ich glaube fast. Ah, ne, warte. Können wir überhaupt Böden machen? Müssen ja eigentlich, oder? Oder macht man das an einer normalen Werkbank? Ah, wir können uns eine Lederkappe machen. Ich glaube. Wie heißt du nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Nick hat das ja alles im Griff, glaube ich. Wir können uns eine Bude bauen. Tatsächlich an der Werkbank. Oh, okay. Sogar auf Wasser kann man bauen. Bauen wir dann einfach hier dran oder ein bisschen weiter abseits? Ich glaube, so ein bisschen weiter abseits, ne? Also wir brauchen Wände, wir brauchen Boden. Fangen wir mit Boden an. So. Einfach mal so ein paar Böden. 36 Böen. Dann brauchen wir noch Wände. Und dann haben wir kein Holz mehr. Nice.
Also brauchen wir auf jeden Fall sehr viel mehr Holz. Ich meine, 36, ich weiß halt nicht, wie viel. Devin, bleibst jetzt da? Hm. Wer bist du? Oh Gott, du bist kein Freund. Ah. Wolltest du den Loot haben, oder was? Mein Loot. Ist schon krass, wie dunkel es ist in der Nacht. Aber ist auch ganz nice. So ist es halt nicht so, oh, ich kann euch aus 5 Kilometer Entfernung sehen und euch meine Hammersteine ins Gesicht dudeln. Alter! Also der Nick, ne, der arbeitet für seine Bleibe. Der ist heftig. Dem will ich mich nicht anlegen. Bleib doch da. Porter. Okay. Für was habe ich das denn bekommen? Hey, cool, es gibt sogar einen Erfolgsdingreiter hier. Alles muss man selber machen. Gründe eine Siedlung, das haben wir schon mal. Besitze ein Inventar, das mit unterschiedlichen Gegenständen. Okay, gut. Ja. Krass. Krass. Bin schon zweimal gestorben. Insgesamt so. Schon zweimal sogar auf der anderen Map. Objekte abgebaut. Ist ja echt. Also, ne? Das glaube ich eher weniger. Ich habe ja noch nicht mal ein Map. Nicht mal ein Dings gesehen. Ein Mount. Ist eigentlich hier. Verfolge die Steam News, schließe dich dem offiziellen Discord-Server an und spare. Na gut, wir wollen uns ja noch den Jäger kaufen, um ihm faszinierende Aufgaben zu geben. Hier sind die Sonnenblumen-Mute. Die können wir mal wegmachen, dann können wir vielleicht... Ach, wir wollten immer noch eine Spitzhacke machen. Aber wir... Oh, haben wir keinen Platz mehr, ha? Ja, aber das ist ja okay. Wir können ja jetzt das hier... Toll. Ich wollte eigentlich meinen Mais anbauen. Blöde Kuh. Was haben wir denn jetzt da aufgehoben? Kann man den irgendwo setzen oder muss man den dahin machen? Wunderbar. Okay. Ja. War so geplant. Auf jeden Fall. Ach hey, jetzt lass mich doch in Ruhe. Mann, kann man dich kurz... Tschüss, Devin. War schön mit dir. Bist du noch da oder bist du weg? Alter. Nee, war der Grassamen, okay. Kann ich Gras nicht einfach anpflanzen? Ist ja schon lame. Na gut. Ja. Dann machen wir mal das hier noch. Dann pflanzen wir hier halt wieder Sonnenblumenkerne an. Ist ja okay. Entschuldigung, dass ich was anderes, dass ich mal was Neues machen wollte. Da, ich sehe dich ganz genau. Oh, ich habe gar keinen Platz fürs Rindfleisch. Ich glaube, ich muss deine Truhe mal missbrauchen, bis ich meine eigene Bude gebaut habe. Was habe ich hier eigentlich? Mysteriöses Portal. Oh, yo, ich habe direkt ein... Das brauchen wir noch nicht. Boah, ich habe so viele Feuerpfeile schon. Die Platte können wir wegmachen. Blaubeeren behalten wir mal. Die ganzen Tränke brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht. Kaputtes Werkzeug. Ja, da wollte ja keiner kaufen. Vielleicht kommt ja mal ein Schmied vorbei. Was ist das hier? Was bringt uns das? Lege ein Handwerksmaterial in den leeren Platz. Okay. Aber was... Ach so, was man vielleicht damit machen kann. Kann man vielleicht damit so Sachen lernen? Oder sieht man einfach nur dann... Ah, okay, okay. Das ist auch irgendwie cool. Draht. Okay. Sieht aus wie eine Couch, nicht wie ein Helm. Ich
dein Alchemietisch. Das ist schon alles sehr cool. So, unser Fernglas. Die Tränke behalten wir mal. Jetzt regnet es auch noch. Was hier aber ganz gut ist, vielleicht müssen wir ja Sachen gießen. Was haben wir denn da vorne? Ein Kartenfragment. Das zählen wir mal schnell auf, bevor es despawnt. Ich weiß ja nicht, wie schnell das hier passiert. Öl. Oh, okay. Ich bin ja ein bisschen gewillt so. Ich weiß halt nicht, wie gut die Tiere nachspawnen. In der Theorie, wenn die so spawnen wie die Monster in der Nacht, dann ja. Aber ich will halt auch nicht, dass hier die ganze Population einfach zack. Erstens, hallo, guckt sie euch an. Die Cuties. Warte, wie viel Platz haben wir denn jetzt? Okay, können wir ein paar Bäume fällen. Müssen halt mal ein paar nachpflanzen dann. Da vorne sind ein paar. Gehen wir doch dahin. Aber, ja. Wir wollen ja nicht die ganzen Tiere wegmachen. Aber wir brauchen halt das Zeug. Wer hätte es gedacht? Was ist denn, wenn man die anleint? Kann man dann, was kann man da mit denen? Was ist denn mit denen? Kann man dann irgendwas, kann man die füttern? Kann man die züchten? Kann man da Zäune drum machen und dann, rein damit? Haben wir immer noch keine Spitzhacke gemacht, ich glaube es nicht. Aber wir haben schon so viele Steine, ohne irgendwie was Spitzhackiges gehabt zu haben. Aber halt keine Erze. Dafür halt direkt Barren, ne? Okay, man kann die auch einfach nur ernten. Aber ist ja nicht verkehrt, die mitzunehmen. Ach, scheiße. Aber auf der Karte sehe ich jetzt nicht irgendwas Aktiviertes quasi. Oder ist es dann das hier? Ach, hey, je, sind das dann die... Moment, wir testen das mal. Kann ich die Sachen nicht direkt aus dem Inventar benutzen? Moment, wir testen das auch. Schnellleiste. Schnell bewegen, schnell wegwerfen, herstellen. Muss zwei... Schlaus abbauen, schnell stapeln. Oh, okay, sowas gibt's auch. Aber haben wir nicht auf einer Taste liegen. Müssen wir mal genau gucken dann, aber... Kann man die Sachen aber nicht direkt... Sogar eine Nährsterne haben wir schon. Naja gut, dann machen wir es halt so. Wenn wir die jetzt benutzen. Südost markiert 1-1. Also hier. Notizen bearbeiten. Ach, man kann sich sogar Notizen machen. Krass. Weltspawn-Insel, Waldsiedlung entdeckt. Okay. Okay, krass. Aber was bringt uns dann das Zeug entdeckt zu haben oder halt nicht, oder? Also was ist dann der Unterschied zwischen... Weil sehend, was da ist, sehen wir ja trotzdem. Oder spawnt es dann da erst, wenn man es freischaltet? Oder kann man es da quasi... Ja. Noch ein bisschen mit der Steuerung. Drücke dann I oder Tab oder. Ah, die Verzauberungsschrift, da kann man auch erstmal in die Truhe packen. Wir können ja mal eine kleine Bude machen, einfach erstmal. Aber erst machen wir uns die Spitzhacke. So, bevor ich es schon wieder vergesse. Eine Schaufel vielleicht auch. Vielleicht mal alles, was mit Werkzeugen zu tun hat. Dann nehmen wir auch eine Schaufel. Wir haben keinen Platz. Okay. Dann halt nur das. Wir machen jetzt erstmal die Bude, damit wir Platz haben, damit wir die Sachen wegpacken können und dann geht's weiter. Machen wir mal hier das Bäumchen weg. Dann setzen wir uns mal ein bisschen so nebendran. Ach was, was sind das? Äpfel? Müssen wir was essen. Wir haben ja ein bisschen was.
Wollen wir, das ist ja quasi wie Buffood. Ich meine, das hier ist auch Brot. Ich weiß halt nicht, wie wichtig Brot ist. Nun ja. Weiß halt auch nicht, wie groß wir unsere Bude direkt machen sollen. Also mehrstöckig bauen kann man ja vermutlich nicht. Komm ja nicht auf meinen Bauplatz. Du auch nicht. So, dann lassen wir einfach den Garten zwischen uns, würde ich sagen. Und nehmen uns die Teile hier. Weiß halt gar nicht. Ich glaube, man kann die auch einfach so nehmen und dann bauen. Fangen wir hier an. Was wollen wir es denn? Wollen wir es so ein bisschen symmetrisch mit seinem haben, oder? Naja, wir schauen mal, was passiert. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn haben wir schon, oder? Ups, ich wollte eigentlich das Schaf wegmachen. Ah, okay, so schmeiße ich die Sachen direkt weg. Ist ja praktisch. Wollte eigentlich nicht da hoch. Aber egal, dann machen wir es so. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, maybe, 11. Toll. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie viel. Ich kann zählen, nicht mehr. Wenn wir das jetzt hier hin machen, dann. Ah, okay, das macht das dann. Macht das das dann weg? Oder. Nee. Ach ja, also können wir das quasi als obere Reihe nehmen. Okay. Na, dann sind wir ja auf seiner Höhe. Das passt ja. Braucht man ganz schön viel Holz für. Haben jetzt schon fast kein Holz mehr dafür. Und dabei haben wir gerade erst gefällt. Krass. Krass ist das. Schon wieder Nacht. Auch krass. Können wir auch einfach in den Keller, also halt auch einfach nach unten buddeln und dann. Das wäre ja krass. Alles krass. Alles krass. So, wir wollen ein bisschen mehr Platz. Sollen wir auch so ein Räumchen noch dazu machen? Ich meine, dazu brauchen wir ja nicht extra hier, oder? Ich weiß gar nicht, wie groß die Siedlung ist. Glaube, wir brauchen hier mal Licht. Machen wir hier Licht. Aber Vampire haben wir jetzt immer noch nicht gesehen, ne? Bringt's denn was da jetzt? Ich glaube, es bringt nichts, den Boden da so. Wir enden aber mal genauso wie er, glaube ich, von der Höhe her, oder? Na, erstmal schon. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir machen es erstmal so. Wir können ja hier vielleicht ein Zimmer machen. Fast hätte es hingehauen. Außer ich mache hier auch eine Tür hin. Kann hier auch einfach eine Tür hin machen. Oder so. Oder ein Fenster oder keine Ahnung, was es da gibt. Fast hätte ich Nick abgeballert. Sorry, Nick. Sollen wir uns mal eine fancy Rüstung machen?
Ach nee, wir packen erstmal, wir machen jetzt erstmal eins fertig hier. Oh, Lederhandschuhe. Nein, wir machen jetzt erstmal eins fertig. Aber das hier macht mir Hoffnung, dass es viele coole Waffen und so gibt. Weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass, weil man hat nur einen Fähigkeitsbutton gesehen jetzt im Menü. Aber wenn ich das jetzt sehe, dann ist es schon mal nice. Kann ich eigentlich seine Werkbank dann einfach mit rübernehmen? Ach, ich craft mir meine eigene. Ich bin halt gespannt, was das auch mit den Jobs, die die quasi machen können, was das damit auf sich hat. Was man denen denn für Jobs geben kann, die dann Shit sammeln und in Truhen packen und dann brauche ich quasi nur farmen und während ich dann unterwegs bin und erkunde, kümmern die sich hier um den ganzen Kram. Das wäre halt schon cool. Ich meine, ja, so ein paar Aspekte. Und wenn man was doch selber machen will, dann verteilt man halt die Aufgabe einfach nicht, denke ich. Ich stelle es mir schon cool vor. Muss man das einfach immer nur benutzen? Und dann, wenn ich das jetzt hier. Okay. Interessantes Feature. Aber wir wollten Türen. Jetzt weiß ich wieder, was wir wollten. Wir wollten Türen. Wir brauchen dafür Holz. Wer hätte es gedacht? Mensch, wer hätte das? Oh, wer hätte das nur gedacht? Also, falls wir jemals ein. Oh, okay. Falls wir jemals einen Bogen benutzen sollten, haben wir auf jeden Fall schon mal Pfeile. Aber wo sollen denn bitte Vampire sein? Wo sollen denn bitte Vampire sein? Schon mal gut, dass wir unserem eigenen Zeug keinen Schaden machen. Nicht, dass ich da Gefahr laufen würde irgendwie, ne? Was jetzt noch cool wäre, wäre, wenn man skillen könnte. Also halt so, dass man irgendwie mehr aus Bäumen rauskriegt oder so. Oder keine Ahnung. Aber vielleicht ist das auch zu viel des Guten. Ah. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Da bin ich vielleicht ein bisschen gestudy valued. Aber ich habe eh ein Spiel gesucht, das so ein bisschen Stardew Valley Flair hat. Beziehungsweise, was ich gerne gespielt habe, war Forager. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Halt, da ist mehr Combat auch. Fand ich eigentlich sehr geil. Und sowas hätte ich eigentlich gerne mal wieder gehabt. Oh. Ja. Da füllt das hier vielleicht genau die Lücke, die ich füllen wollte. Laufen die dann direkt zu dem Schild? Ist ja cool. Ich habe in meinem Leben schon seltsame Fische gesehen. Möchtest du dich in meine Siedlung niederlassen? Was für Aufgaben kannst du? Ich meine, die können ja alle alles. Das sind ja die Multitasking-Dudes, die man sich wünschen kann nur. Aber ich würde ihn halt fürs Angeln nehmen im Zweifelsfall. Die Frage ist halt nur, wie kommen wir jetzt an so viel Geld auf die Schnelle? Konnte man ihm nicht auch Shit verkaufen? Nee, konnte man nicht. Nur dem Jäger-Dude. Ich meine, ich könnte nochmal in die Dings gehen, aber dann ist bis dahin ist der Angler bestimmt weg. Wir setzen jetzt hier mal eine Kiste. So, wir setzen mal hier die Lagerkiste. Wir machen sie hier rüber. So, hier hin. Und die andere Kiste auch. Tschüss. Dann verschieden groß? Nee. Okay. Dann machen wir hier mal Zeug rein. Also die. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das, keine Ahnung, wofür das ist. Fernglas nehmen wir mit. Eigentlich brauchen wir das hier jetzt gerade auch nicht. Blaubeere nehmen wir mal mit. Wurmköder kann ja der Angler dann benutzen im Zweifelsfall. Das wird sich halt eh stacken. Beide brauchen wir auch nicht. Das behalten wir mal. Wap, 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 wap. Ah! In der eigenen Bude. Boah, Junge, der hat aber auch einen Speed drauf gehabt. Erst nochmal den Trank. Was hat er denn eigentlich noch? Ach so, das ist quasi seine. Ich dachte, weil er halt, ne? Oder wahrscheinlich hat er direkt ein Questing, weil man ihn nicht erst bezirzen muss, sondern einfach nur Kohle hin und dann zack. Da muss man die bezahlen, damit die bei ihm wohnen dürfen? Wäre auch ein bisschen komisch.
Wir brauchten Holz. Haben wir jetzt Holz? Ich weiß es gar nicht. Ja, Nick, jetzt kommst du, ne? Der wollte mich in meinem Haus wegmachen. Ach stimmt, wir hatten schon ein bisschen Holz gefarmt. Dann können wir ja schnell Türen machen. Vielleicht leben wir da noch länger. So, Türen. Und 3 Stück. Da kommt noch so ein Zombie-Dude. Mit noch einer Mütze. Oder können. Ja, doch, eine Kürbismaske. Kann ich die dann aufsetzen? Ja, geil. Sehen wir schon viele Angsteinflößen aus. So, Tür. Und Tür. Und Tür. Cool. So. Ah, die hat sich direkt so gesetzt. Oh, also das Spiel denkt ja auch an alles, ne? Können wir hier noch den Boden setzen? Sieht ja schon kacke aus. Vor allem, warum hat die sich jetzt da so gesetzt und da... Naja, egal. Aber hier hätte ich gerne rein für die Optik. Okay. So. Warte mal, ich hole mir mal mein Zeug aus deiner Truhe. Nicht, dass du denkst, das ist deins. Ja, ich weiß, du bist noch da, Warren. Und den auch Namen geben können. So. Ja, wir machen erstmal alles in die Truhe. Oder machen wir alles rein? Ich weiß es nicht. Naja, wir schauen mal. Erstmal machen wir das so. So. Achso, die Pfeile können wieder weg. Den Rest behalten wir erstmal. Wobei die Blume da können wir, brauchen wir jetzt auch nicht wirklich, wenn man die nur umtopfen kann. Okay. Nice. Machen wir hier noch Feuerchen dran. Okay, wir brauchen Geld. Warren fragt, ob er ein bisschen was haben kann. Dann machen wir das erstmal wieder zurück. Dann holen wir uns das hier rein. Und dann geht es ab dafür. Gehen wir erstmal runter und gucken, ob wir auf die Schnelle noch ein bisschen Geld kriegen für Warren. Oder ist Warren schon wieder verpufft? Ne, der ist noch da.